Herzlich willkommen, Freunde der guten Rock'n'Roll-Musik. Auf Abstand sitze ich hier heute mit Kniffel und Frank the Tank von Ash Return. Wir sind hier bei Frank unten in dem kleinen gemütlichen Keller eingehaust und erfreuen uns unserer Lebensblüte auch in schwierigen Zeiten und freuen uns natürlich über dieses wunderbare Album hier, das sie released haben, The Sharp Blade of Integrity. Ich würde sagen, da wir die Jungs ja leider nicht live sehen können, gegenwärtig, was natürlich richtig schön gewesen wäre, gerade wenn man halt ein Album droppt, stellt euch einfach mal vor, eure Band und alles, was man wissen muss darüber. Ja, ich bin Frank, Bassist bei Ash Return. Ash Return ist aus Miozän hervorgegangen. Miozän haben sich ja aufgelöst, haben die meisten mitbekommen. Relativ schnell und unerwartet, tralala. Ja, wir konnten uns damit nicht wirklich abfinden, keine Musik mehr zu machen. Haben dementsprechend irgendwie, sage ich mal, auch das alte Material aufgearbeitet, was eigentlich für eine neue Miozän-Platte gedacht gewesen wäre. Haben uns mit Johnny einen neuen Sänger zugelegt und ja, haben dann die Platte gemacht. Mal eben kurz. Ne? Ash Return gibt es noch kein ganzes Jahr. Kann ich auch ruhig sagen. Also ich bin da ja nun auch ein bisschen mit involviert, dadurch, dass ich Museen vorher gefahren habe. Habe auch mitbekommen, wie schnell ihr das dann durchgezogen habt und was ihr halt da auch nochmal geschaffen habt mit dem neuen Begriff Swordcore, auf den wir hier nochmal bitte eingehen müssten. Ich glaube, dazu könnte Kniffel was sagen, denn der hat den Anstoß dazu gegeben, Hashtag Swordcore, dem Frank in den Kopf zu pflanzen. Wie ist das passiert? Ja, wie ist es denn passiert? Wir haben ja durchaus einen im Vergleich zum normalen Hardcore hohen Metal-Anteil dabei, also Maiden oder wie man es auch nennen möchte. Und mein Kollege, muss man sagen, der eigentlich mit Metal und Hardcore oder harter Musik gar nichts am Hut hat, sagte dann irgendwann, als er mal unsere Facebook-Seite besucht hatte, Mensch, irgendwie das Metalers Schwert ist das Hardcore aus Faust. Und das hat sich dann quasi aus diesen beiden Begriffen entstand der Begriff Swordcore. Beziehungsweise, das war so die Vorstufe davon, den Begriff Swordcore hat Frank eigentlich erfunden daraus. Aber irgendwie traf der so passend zu, weil wir beide Komponenten gut vertreten in unserer Musik haben, dass es dann, ja, dass daraus der Begriff entstanden ist. Ja, Kniffel kam halt mit dem Ding an, bei der ersten Probe nach dem Clash sozusagen, das erste Mal, als wir uns irgendwie getroffen haben, um mal so auszuloten, so Ideen auszuloten, wo geht's überhaupt hin. Und dann hat er das von seinem Arbeitskollegen erzählt und dann war gleich Schwerter und Fäuste, juhu. Und an dem Abend entstand dann auch relativ spontan, sage ich mal so in 15 Minuten, wie das ja bei geilen Songs immer ist, die ploppen dann ja einfach so raus, entstand dann Delete und also der Song auf dem Album halt. Und ich finde, da hört man in der Mitte, wenn du diesen Mittelteil nimmst, wenn du da mal da reinhörst, da hörst du, wie oder kannst du sehen, wie die Leute vom Schlachtfeld getragen werden und wie es dann danach weitergeht. Wie dann die Schwerter geschwungen werden. Ich glaube, ich möchte gerade rausgehen. Ich kriege ein bisschen Angst gerade. Dieser Blick macht mir doch ein bisschen Sorgen hier. Mich hört ja auch keiner schreien. geile Story auf jeden Fall. Aber das ist ja genau, dass wir halt auch neue Geschichten entstehen. Ja. Euer Album ist musikalisch, finde ich, echt ein krasses Stück geworden. Ich habe auch schon mal zu euch gesagt, dass gute Alben entstehen halt in einer scheiß Zeit. Wenn man unter Druck ist, dann klar, denkt man erst, das funktioniert irgendwie alles nicht. Und damit mal ist das, wenn so ein Knoten platzt, dann ballert das halt auch richtig los. Und diese Energie hört man auf jeden Fall bei euch auf dem Album. Was übrigens ja auch wie ist denn das eigentlich gewesen mit Swear Creek und Dedication? War das schon vorher alles klar, dass das da kommt? Dass ihr da drüber signed und... Also Swear Creek war klar. Also wir haben, als ich Miozän aufgelöst habe, habe ich kurz mit Bauke irgendwie hin und her geschrieben. Und da waren wir uns halt relativ schnell einig, dass alles bleibt, wie es ist.
Da gab es kein Ash Return. War halt nur klar, dass wir in irgendeiner Form weitermachen. Ja. Gab es noch keinen Bandnamen, da gab es Johnny noch nicht, etc. Es gab so erste Rohaufnahmen von den ersten. Es gab halt alles, was Bauke wusste, ist, dass wir weitermachen und dass dann eine neue Platte kommt. Genau. Und der Deal war ja, bleibt alles wie gehabt, wir machen es trotzdem. Wie seid, dass er irgendeinen Ton gehört hat. Wie seid ihr denn auf Ash Return gekommen? Ja. Das ist eine gute Frage. Wir hatten diverse Namen zur Auswahl, muss man sagen, ne? Ja, also wie das halt so ist, Namensfindung, ich meine, das meiste gibt es ja eh schon. Alles, was irgendwie, was einem gut vorkommt oder wie auch immer, dann denkst du, guckst du einmal Google an und dann, oh, gibt es schon drei Bands, die so heißen. In dem Fall waren es aber nur zwei. Ja gut, Ash Return gab es noch gar nicht. Es gibt eine Band, die Fly Ash Return heißt. Eine Ash Return gab es, ist aber nicht mehr da. Stimmt, ja okay. In Staaten gab es eine, ja. Auch eine Hardcore-Truppe, aber die ist nicht mehr existent. Und das war gut, dass es halt ein alter Ignite-Song ist und dass ich, sage ich mal, sehr Ignite beeinflusst bin, auch was Songschreiben angeht, ist auch kein Geheimnis. Von daher, Joe Foster ist halt ein uralter Freund und ja, Ash Return passt zu der Geschichte. Genau. Zu der Phoenix-Geschichte passt er super, passt zu meiner Geschichte, passt zu Surrender Denied oder wie auch immer. Das ist halt, ja, klingt gut. Das ist ja wichtig, ne? Name muss rollen. Ist nicht so sperrig wie Miozi. Ja, eröffnet halt neue Möglichkeiten und ist keinem, ich will nicht sagen Zwang, aber es ist ja immer eine gewisse Tradition, die fortgeführt wird oder so. Und ich kenne es selber manchmal auch, wo ich denke, jetzt macht die Band schon wieder das Gleiche. Also da ist man manchmal irgendwie angepisst. Wenn sie aber was Neues macht, denkt man auch, oh, das ist aber nicht mehr so das Gleiche. Und bei euch merkt man echt krass, dass ihr diese ganzen Fesseln, das habt ihr alles komplett weggeschmissen. Ja. Und habt da mal einfach alles neu zusammengeballert. Jetzt fehlen hier übrigens noch Gerrit, Auzo und Johnny. Und was Johnny natürlich abliefert auf dem Album, ist ja super krass. Die Bandbreite, was er singt, das geht ja wirklich, wo man zwischendurch das Gefühl hat, irgendwie bei Terror zu sein, über Marauder, über einfach Kreisch, Metal, also da ist ja alles drin. Wie seid ihr denn an den rangekommen eigentlich? Noch gar nicht. Auch da müssen wir eigentlich ein bisschen ausholen, dass wir, ich sag mal, den letzten Song, den wir für Mio 10 geschrieben haben, war Time is the Enemy, die Basis dafür. Mhm. Und unser alter Sänger war halt eigentlich ein Gloryful-Fan. Wir fanden Gloryful okay. Ja, gut. Beziehungsweise es war mir noch gar nicht so geläufig, möchte ich mal sagen. Und jedenfalls unser alter Sänger kam dann mit dem Ding an, hier hört euch das mal an, bla bla bla. Und dann haben wir halt überlegt, ja Mensch, wie würden die denn wohl einen Hardcore-Song machen? Und daraus ist Time is the Enemy entstanden. Unter dem Arbeitstitel Glory Taste. So, und dann ein Vierteljahr später, wir haben dann irgendwie über Facebook nach einem Sänger gesucht, logischerweise. Irgendwas zwischen, keine Ahnung, Ignite, Madball und Iron Maiden. Ja, ich glaube, das war so der Wortlaut, ja. Und das hat ihn angesprochen. Er hat das irgendwo auf Facebook gelesen, auf irgendeiner Seite. Und er war so ziemlich einer der Ersten, die angerufen haben oder die mich per WhatsApp kontaktiert haben. Und er meinte, ja, ich würde es gerne mal probieren. Hier ist Johnny aus Viersen. Ich meine, ja, Johnny, hast du denn schon mal Musik gemacht? Ja, ja, kannst du hören auf Spotify. Gloryful. Mhm. Und das war halt, war bei uns allen auf jeden Fall, da ist der Kiefer nach unten gegangen. Ja. Und dann haben wir quasi den Song auch als Demo-Version rübergeschickt, dass er sich vorstellen kann und was drüber singt, damit wir, ich meine, er kommt ja aus Viersen, ist ja ein bisschen Strecke. Und den hat er sozusagen als erstes eingesungen, als Vorab-Probeversion, um mal so einen Eindruck zu geben. Und den hat er eigentlich auf den Punkt performt, würde ich mal sagen. Ja. Da gab es nichts mehr dran auszusetzen. Ja. Dann war quasi gleich Iqbal Maiden oder was? Ja, so kann man sagen. Also das war halt ja schon, ist ja schon, das klingt ja schon ein bisschen so wie die Traumstory, ne? Also ich denke die ganze Zeit irgendwie, wenn ihr das so erzählt, Namensfindung, neues Genre, in Anführungsstrichen,
Das hört sich so ein bisschen an, als wenn alle zusammen die ganze Zeit auf dem Klo gehockt haben und dann kommen ja meistens die besten Ideen da. Also, das meine ich nicht abwerten, sondern das sind immer so die Storys, wie es halt dann passiert, ne? Ja, ja. Echt krass. Also, Namensfindung ist natürlich wirklich, ja, hat sich halt so ergeben. Also, wie gesagt, du haust dir dann ja erstmal 20, 30 Namen um die Ohren und dann irgendwie sagt immer irgendwie, oh, nicht ganz so geil und bla bla bla. Bei Ash Return war es halt so, dass es gleich so, ja, cool, kann ich mir vorstellen. Konnte sich jeder auf jeden Fall Konnte sich jeder vorstellen und ja. Was war denn, das möchte ich jetzt aber mal wissen, da möchte ich mal den, wo alle gesagt haben, ey, ganz bestimmt nicht, den beklopptesten Namen. Uha. Oh, ich sehe schon, da ist die Auswahl groß. Ja, ist alles verdrängt, ne, aber. Ich wollte jetzt sagen, muss auch noch ein bisschen Kram. Ist alles verdrängt. Kriege ich auch nicht mehr auf die Kette, was wir da als Auswahl hatten. Oder gab es auch was Deutsches? Nein. Nee, nee. Eindeutig nein. Nee. Nee, also da war jetzt auch nichts dabei, wo man jetzt sagen würde, das war, ist ja, Bandnamen finden ist ja erstmal so, wir brauchen einen Namen. Ja, aber alles, was dir so irgendwie einfällt, gibt es halt in irgendeiner Form schon. Und also mir, ich habe jetzt nichts im Kopf, wo ich sagen würde, das war in der näheren Auswahl, oder? Naja, einen hattest du. Ich hatte einen, Rise and Shine, hätte ich die Band gerne genannt. Interessant. Aber, naja. Wie hieß nochmal das Ding, wo du das Logo schon so hattest? Das war Rise and Shine. Dazu hätte ich dann aber auch einen Reaper dann irgendwie präsentiert. Also Totenkopf mit quasi Sensenmann, um so einen Gegensatz zu haben. Aber das Stoße Stahl. Stieß nicht auf Gegenliebe. Verstehe ich gar nicht. Ne, ja, ja. Ich heute auch nicht mehr. Doch, ja, ich finde es immer noch ganz gut, aber. Ein Sidekick-Project. Ja. Ist ja gerade noch Zeit, wenn ihr nicht live los müsst. Apropos live los müssen. Ich glaube, ein Termin ist noch in der Auswahl drin, was möglich sein könnte dieses Jahr. Ne, zwei. Das ist einmal beim Sascha in Mannheim und einmal beim Stefan in Bremerhaven. Das ist leider schon abgesagt. Das findet jetzt am 2.10.21 statt. Also schon mal in den Kalender eintragen, 2.10.21. Wer da noch nichts vorhat, ich muss auch selber mal kurz gucken, der kann dann bitte beim Stefan, bei Hardcore Never Dies in Bremerhaven einkehren. Geiler Laden, den er da an Land gezogen hat für seine Aktion. Props nochmal von hier raus. Wie sieht das bei euch denn jetzt aus? Jetzt ist ja das Album draußen. Daddelt ihr jetzt rum? Macht ihr jetzt was Neues? Oder wartet ihr auf bessere Zeiten? Ich sag mal, man kann seine Zeit halt auch mega verschwenden. Oder einfach sich schon mal wirklich so präsentieren, dass man sagt, wir haben einfach so mega Bock, dass wir zwar gerade gedroppt haben, aber machen jetzt schon was Neues. Ja, genau, wir machen was Neues. Ja, also sobald du aus der Kellertür raus bist, greifen wir uns die Gitarren und dann fangen wir an, eine neue Platte zu machen. Das hört sich schon mal für mich gut an, dass ich tatsächlich raus darf anscheinend. Finde ich schon mal gar nicht schlecht. Das ist schon mal gut. Aber dann Ash Return oder Rise and Shine? Nee, Ash Return, ne? Erstmal Ash Return. Aber Rise and Shine, ich wollte schon immer mal eine Youth Group Projektplatte machen, wenn sich da draußen irgendwie, wenn es da draußen einen Sänger gibt, der meint, er könnte die perfekte Youth Group Platte machen, kann er sich gerne mal melden. Na, siehst du hier nochmal einen kleinen, das musst du aber auch gendergerecht jetzt sagen. Miau. Ja, dürfen natürlich auch SängerInnen genau sich hier vorstellen. Nicht, dass das hier jetzt noch ergibt, das ist ja öffentlich, ne? Ja, wir können auch schneiden. Nicht, Stelle, dass hier was Falsches, was Falsches hochkommt, dass hier irgendwer gegen irgendwen was hätte. So ist es ja nicht. Nein. Jetzt habe ich gesehen, bei Cortex seid ihr jetzt, glaube ich, die neunte Woche schon. Mhm. 9 Wochen, ne? Ja, 9. 9. Woche schon mit drin. Wie fühlt sich das denn so an, wenn man quasi den ersten Longplayer raushaut und gleich so lange da auch auf der Bildfläche ist? Das ist natürlich eine geile Bestätigung, auf jeden Fall. Also, das, was wir da gemacht haben, dass es nicht ganz scheiße sein würde, das war uns ja klar irgendwie.
Aber das ist jetzt, dass es so gut ankommt, hätten wir jetzt, oder ich zumindest hätte das nicht gedacht. Also, und das ist halt schon, ja, es fühlt sich halt schon super geil an, klar. Auf jeden Fall. Selbstbefriedigend, auf jeden Fall. Ich meine, es ist schön, dass es nicht nur wir gut finden, sondern auch andere Leute das gut Ja, finden. ja. Und das ist halt, ich sag mal, naja, du haust halt, ich meine, du haust halt deine Emotionen raus und versuchst die halt, sag ich mal, übers Griffbrett nach außen zu transportieren. Aber ob es die Leute da draußen verstehen, wie mit Rise and Shine zum Beispiel, das ist ja nicht gleich gegeben. Ne? Und naja, das ist halt schon geil, wenn die Leute merken, dass da halt irgendwie, oder wenn die Emotion hörbar wird. Das ist halt schon geil. Ich finde krass, Gerrit zum Beispiel, den kenne ich ja nur auch schon seit so, wie der auf der neuen Scheibe wieder aufgeblüht ist. Und da an der Schießbude sich ein abrührt, damit da nichts anbrennt, das ist ja Wahnsinn. Also bei Lied Nummer 6, Mouth of Blight, also allein wie er da reinmarschiert, das ist, weiß nicht. Also ich weiß, dass ihr ohnehin ja alle Perfektionisten seid, manchmal schon ein bisschen, oh komm, Frank. Das ist manchmal echt schon ein bisschen dolle. Da kriegt man Angst, wenn man sagt, das ist halt das erste Album. Klar, habt ihr das alles schon mal irgendwie gemacht? Aber also auch der Sound, wie das abgemischt ist, das ist, glaube ich, in Oldenburg passiert, richtig? Nee, Sound hat also die Mischung hat Sveno gemacht. Aufgenommen haben wir in Rauderfehn bei Jörg Ucken im Sound Lodge. Und das Ganze ist dann rübergegangen zu dann Sveno. Der hat das Ganze dann gemischt. Genau, gemixt und gemastert Gemixt und und gemastert, genau. ja. Kann man es mal zweiteilig gefahren sozusagen. Wenn ich so überlege, die Auftritte, die ihr jetzt hattet, wie viel Druck da einfach auch live drin ist, und das war ja nun wirklich, wo ihr noch in der Findungsphase wart, die ja nun auch noch weiterkommt, das hat ja eigentlich kaum einer wirklich gemerkt, war mein Empfinden, wie die Leute das aufgenommen haben. Habt ihr trotzdem in eurer, ja, ich sage jetzt mal vorsichtig, Lampenfieber, ist ja nichts Schlimmes, Ja, du musst. habt ihr das trotzdem gemerkt, dass die Leute das wahrgenommen haben? Also dass wir, also dass ihr den Druck auch rüberbringen konntet, den ihr wolltet, trotzdem, dass ihr auf euch erstmal achten musstet, dass auch erstmal unter, ich sag mal, auch schlechteren Bedingungen in manchen Lokationen, das irgendwie zu vermitteln und dass das auch zurückkam, dass ihr merkt, ah, das funktioniert ja doch ganz gut. Ja, also vor allen Dingen bei in Kassel. Bei Klausi, da war es super. Das war Also super. da stimmte halt Sound etc. alles und ich sag mal so, relativ kleine Bühne, na, da geht das dann halt alles. Da kam auch Da gut war was es zurück. schon geil und perfekt. Das war schon erstaunlich, fand ich auch. Aber auch in Bremen, ich meine, das war natürlich soundtechnisch ein bisschen schwieriger zu handhaben, möchte ich mal sagen. Ja. Aber nichtsdestotrotz ist auch da eine ganze Menge zurückgekommen, fand ich. Es war Aber erstaunlich. Bremen war dagegen natürlich eher Blindflug dann, ne? Also ich sag Aber mal, trotzdem klappte das soundmäßig war irgendwie. das da bühnenmäßig eine Katastrophe und alles drumherum. Das war schon schwierig. Aber naja. Ja, wir haben halt das Beste daraus gemacht, aber das kannst du halt dann nicht beurteilen. Wenn du dich selber nicht mal richtig hörst, dann weißt du auch nicht irgendwie, was nach draußen gegangen ist. Wenn du einen okayen Bühnensound hast, jetzt wie in Kassel zum Beispiel, dann weißt du ja auch so, was rausgeht. Und dann kannst du ja auch das, was zurückkommt, das kannst du dann auch halt besser deuten. Das ist einfacher. Und Bremen wäre ein relativ großer Laden und ja, da verfliegt es dann halt auch so ein bisschen, ne? Oder? Ja, ich meine, das war ein großes Rauschen, klar, aber trotzdem kam, also der Applaus und was die Leute trotzdem dabei waren, hat mich etwas verwundert. Ja, Ich ja. habe ja gehört, was rausging. Ich war so ganz neutral. Nee, Aber und wir so. waren ja nicht die einzige Band, die an dem Abend Probleme hatte. Das hatten ja witzigerweise alle Bands Probleme. Das kann ich vorsichtig bestätigen, ja. Wobei manche aber oben gut hatten, dafür unten, aber naja, passiert halt. Es Ja, ist zwar ärgerlich, aber ändert ja nichts daran, dass man trotzdem auch an solchen Abenden quasi zusammenfindet, ne? ja, Darum geht es dann halt auch ein Stück weit. Ja,
Nun ist ja das Problem, dass dieses Jahr wahrscheinlich, ohne jetzt den schwarzen Peter an der Wand malen zu wollen, dass halt gar nichts mehr passiert. Was wünscht ihr euch für die Zukunft und habt ihr vielleicht sogar Ideen, die man umsetzen könnte, um zu spielen? Also ich sag mal ganz blöde, Autokino wird es wohl nicht werden bei euch. Und ich sag mal, eine kleine Klitsche, ja, Denunzianten gibt es halt auch überall, die einen dann echt die Knüppel zwischen die Beine kloppen. Ja, ja. Man kriegt das ja immer mehr mit, was für doch seltsame Gestalten sich mit mal auftun, um anderen den Stecker zu ziehen. Ja. Habt ihr da mal so drüber gequatscht, was möglich wäre, mal so die Gedanken walten lassen? Wir hatten diese Streaming-Geschichte, hatten wir kurz für uns mal so diskutiert intern, aber ja, so richtig geil dahinter steht natürlich keiner, weil da kommt halt nicht zurück. Du spielst halt irgendwie ins Off, ja. Ins Off, und ich sag mal, für uns als ist das noch egal, aber wenn du jetzt als Sänger auch, sag ich mal, noch den Entertainer machen musst, also ich stelle mir das super schwierig vor, also ich würde das nicht hinkriegen. Wer es geil gelöst hat, war Mike von Punchable Act. Ja. Mhm. Da fühlte ich mich wirklich, bei diesem Cassiopeia-Ding, da fühlte ich mich wirklich, sag ich mal, zu Hause vom PC abgeholt, trotz alledem. Mhm. Und da ziehe ich echt meinen riesigen Respekthut vor. Ja, das hat er echt richtig super geil gemacht. Und das war halt, das war geil. Aber wir trauen uns das im Moment noch nicht mal zu, weil wir haben jetzt zwei Shows gespielt. Mhm. Ne? Und das wäre so, dritte Show wäre gleich ein Live-Album aufnehmen ohne Netz und doppelten Boden. Ja, kann man sagen, ey, seid, werd doch mal Punk oder was? Das wollte ich gerade sagen. Ja, ja. Ist ja auch in Ordnung, aber dafür fehlt ja auch dann, sage ich mal, das, was Punk ausmacht, das Chaos drumherum. Und das, ne? Halbplayback heutzutage, oder? Und das Halb. Ja, genau. Genau. Nee, aber ich meine, wenn Chaos, und dann muss es halt auch schon, dann darf es auch wirklich so ein Knäuel sein im kleinen Laden oder wie auch immer. Schweiß muss schon dabei sein. Ja, ja. Es ist halt. Eine gute Show muss Schweiß haben. Ja. Ansonsten kann man einen Videoclip machen. Machen wir auch demnächst, hoffe ich. Ja. Aber das ist ja im Prinzip das Gleiche dann. Vielleicht geht es ja nochmal irgendwann im Sommer so vom Anhänger runter. So wie man früher, ich weiß nicht, wo war das denn? Hemsling, glaube ich. Wo er hier auf so einen alten Reifeisen-Anhänger Ducented noch runtergeballert hat. In Hemsling haben wir mal mit Ducented und Donuts, glaube ich, sogar. Ja, ja, das stimmt. Ja, da kommt's. Ja, da kommt's auch. Ja. Old School, ja. Zwei Wurst, ein Klo und Ducented auf der Reifeisenwagen. Ja, ich weiß ja nicht, ob das so unter der freien Luft dann halt möglich wäre. Also, ich meine, auf dem Acker war auf jeden Fall Platz und Luft, ne? Ja, ja. Keine Ahnung. Aber es gibt ja auch leider heutzutage dann wieder viele, die das einfach nicht interessiert, ohne jetzt auf irgendeinen Fleischkonzern eingehen zu wollen, die dann einfach leider Clubs, Bands und einfach Lebensfreude, Kultur einfach am ausgestreckten Arm verrecken lassen. Ja, tun wir auch halt echt für andere Bands leid, für euch natürlich insbesondere. Ich frage mich gerade noch so, da ich mir ja auch keine Zettel gemacht habe, wir machen ja hier so Body Talk heute, nicht Body, Body, Booty Talk, Body Talk, Body Talk wollte ich sagen. Wenn, ja, wie sage ich das jetzt? Wenn ihr die Chance hättet, jetzt kurzfristig spielen zu können, weil die, weil Lockerungen gekommen sind, würdet ihr das sofort machen oder würdet ihr noch drüber nachdenken, den Menschen gegenüber, dass da eine Gefahr vielleicht mitschwingt, dass ihr sagt, können wir das verantworten, wollen wir das verantworten? Ich meine, wir alle wollen Live-Musik, wir wollen rangeln, wir wollen schubsen, wir wollen saufen, keine Ahnung. Ja, ja. Aber es muss ja noch
derjenige entscheiden, der da hinkommt, oder? Müssen wir ja nicht für die entscheiden. Ja gut, wir sind ja mit im Boot. Ihr seid ja mit der Grund quasi, warum die Leute dahin wollen. Wir wollen ja von oben runter beschallt werden und einfach Spaß haben und schwitzende mindestens. Musiker sind. Mindestens ist auch schön. Ja, wäre das für euch eine Option, wenn man da irgend so einen Gig noch kriegen könnte zum Ende des Jahres? Oder sagt ihr grundsätzlich dieses Jahr vielleicht sogar, boah, also echt meine, schwierig? Ich würde mir wünschen, wenn die Sachen im Oktober stattfinden könnten, ne? Aber ja, realistisch ist es halt nicht. Und ich sag mal, bei den Auflagen, die ja jetzt derzeit mit 1,5 Meter Sicherheitsabstand oder wie auch immer in einem kleinen Laden. Am Beispiel jetzt zum Beispiel Hafenklang, was abgesagt wurde. Die meinten auch, okay, oben im kleinen Hafenklang, im Goldenen Salon, passen irgendwie maximale Kapazität 180 Leute rein. Und die dürften jetzt, glaube ich, noch irgendwie 30 Leute reinlassen. Das wäre jetzt in unserem Fall, wenn du die 4 Bands zusammen hast, dann sind die 30 Leute voll. Dann kannst du vielleicht noch drei zahlende Zuschauer dazu nehmen. Wie soll denn da der Eintritt sein? 399, das ist ja dann schon wie Meet and Greet bei Kiss oder sowas. Okay, das zahlst du 1.000er, aber. Kiss Return quasi. Ja. Also, ja, es also ist... Vom Spielen wollen können wir wohl nicht reden, also spielen wollen wollen wir natürlich. 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 Mhm. Jetzt die Frage stellt sich nicht, aber man muss ja gucken, was halt sinnvoll realisierbar ist und umsetzbar ist. Ja. Gegebenen Bedingungen. Ja, also ich meine, ich versuche das auch nicht irgendwie jetzt rauszukitzeln, dass das irgendwie vorwurfsvoll ist oder so, sondern um quasi jemand, der sich jetzt das Interview anschaut, dass einfach dieses Problem überall herrscht. Also, weil man steht in einer gewissen Verantwortung, man hat jetzt auch mal mitgekriegt, was die Strafen halt kosten. Man kann natürlich auch mal irgend so ein Hautducken-Gig spielen, wo man sagt, okay, wir versuchen das jetzt irgendwie hier durchzuziehen und wenn einer was sagt, laufen wir alle weg, so ungefähr, ne? Aber die Konsequenzen, die dann raus nachher folgen, sind halt für alle krass. Es geht ja gar nicht darum, ob man sich jetzt mit irgendwas infiziert, sondern dass man sich sagt, okay, ich will die Band unterstützen und nachher fliegt einem das alles um die Ohren, ja, das haftet einen ewig an irgendwie und ja, ist immer so die Frage, ob man da ruhig nachschlafen kann. Ich sag mal, für eine größere Band ist das nachher vielleicht eher wegzustecken, für Leute wie euch, die das ja noch als Hobby machen, ja. Ist das auch wegzustecken, aber alles, was dazwischen halt ist, was damit auch schon Geld verdient und halt damit auch schon einen gewissen Unterhalt bestreitet, die Scheiße ist jetzt natürlich halt mega an. Also klar würdet ihr gerne spielen, bei denen ist es, wenn dann noch eine Strafe draufkommen würde, würde es die natürlich richtig zerreißen, ne? Ja, klar. Und so fliegt uns leider gerade ja irgendwie alles um die Ohren. Das hört sich jetzt super negativ an, aber bevor wir hier zum Schluss kommen, könnt ihr ja nochmal richtig was Schönes, Positives in die Welt pusten. Uff. So. Was Schönes, Positives. Oh, mach du mal. Och, gute Frage. Ich meine, freut uns aufs zweite Album. Es wird mindestens, es wird sogar besser. Da können wir mal drauf lassen. Da können wir wirklich mal drauf lassen, das wird besser. Da bin ich guter Dinge. Als mein positives Statement heute. Ja. Und tja, was soll ich sagen? Haltet euch wacker. Ja, alles. Es ist halt. Man muss halt irgendwie mit der Situation jetzt klarkommen, wie es ist. Und ja klar. Klar kann man sich jetzt auch irgendwie vergraben und sagen, alles scheiße, etc. Aber. Man könnte auch einfach ein Ash Return-Album kaufen. Ja. Und einfach fröhlich durch die Welt tingeln, oder ja, nicht? Auch das. Man kann sich am ersten erstmal vergnügen. Bis das zweite. Wie hieß das Album noch gleich? Augenblick mal. The Sharp Blade of Integrity. Genau. Bitteschön. Also die Sache ist ja die, ich meine, uns geht es doch hier eigentlich ziemlich geil. Also wir haben ja überhaupt nichts auszustehen. Ich meine, wir hungern nicht. Wir haben hier keinen Krieg im Land. Alles geil. Und die Technik heute lässt es sogar zu. Das sieht jetzt zwar aus, als wenn wir hier voll dicht zusammensitzen. Aber eigentlich ist zwischen uns, ja, oh, das ist ja bestimmt ja. Locker 2 Meter. Ja. Locker. Ja. Außerdem wohnen wir alle im gleichen Haushalt. Genau. Ne? Und ich würde sagen, Ash Return,
wird seinen Weg auf jeden Fall machen. Tatsächlich, ich weiß, das interessiert euch nicht, aber wenn ich meinen Senf da nochmal zugeben darf, auch ihr werdet mit dieser Band Wacken spielen, hundertprozentig. Das ist so breit gefächert, was ihr macht. Das holt die Leute überall ab. Das wird tausendprozentig klappen. Kiste bei Reuter drauf. Wer weiß. Mm. Aber ich sage jetzt nicht innerhalb eines Jahres. Ne? ich wünsche euch für die Zukunft alles Gute mit Ash Return. Danke. Dass ihr weiter so viel Power behaltet. Auch Grüße nochmal raus an die drei Boys, die jetzt nicht hier sind. An Johnny, Gerrit und Auzo. Und ja, ich hoffe, ihr kommt gut durch die Zeit. Lasst die Saiten fliegen und die Schießbude knüppeln. Ja. Und ich würde sagen, wir riechen uns im nächsten Interview für Away From Life mit Juno. Das waren Kniffel und Frank von Ash Return. Man riecht sich, haltet die Ohren steif. Adieu. Ciao.